die Piazza Navona in Rom. Ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Unbeachtet bleibt ein Kirchturm ganz in der Nähe. Es ist der Turm der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell'Anima, kurz Anima genannt. Mitten im alten Rom ist auf der Turmspitze der deutsche Reichsadler mit Krone und Kreuz zu sehen. Die Anima ist die Kirche aller Deutschsprachigen in Rom und beherbergt ein Priesterkolleg. Das Wahrzeichen der Kirche, die heilige Maria und zwei flehende arme Seelen. Als Bittsteller pilgerten nach Kriegsende Tausende von Nazis hierher. Denn hier gab es alles, Nahrung, Unterkunft und falsche Papiere zur Flucht ins Ausland. Durch diese Straßen sind sie gekommen. Adolf Eichmann, Organisator der Endlösung. Walter Rauf, der die Gaswalmen bauen ließ, in denen Hunderttausende qualvoll erstickten. Franz Stangl, Kommandant der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka. Gustav Wagner, sein Stellvertreter. Dr. Gerhard Bohne, Organisator der Nazi-Euthanasie. Dr. Kurt Christmann, Führer eines Vernichtungskommandos. Otto Wächter, Gouverneur von Galizien. Der General der Flieger Adolf Galland und der Kampfflieger Hans-Ulrich Rudel. Rudel, noch heute ein Idol der Neonazis über die katholische Kirche. Man mag sonst zum Katholizismus stehen, wie man will. Was in diesen Jahren durch die Kirche an wertvollem Menschentum unseres Volkes oft vor dem sicheren Tode gerettet worden ist, soll billigerweise unvergessen bleiben. Nazis auf der Flucht suchten die Via della Pace, das heißt Weg des Friedens. Ein Innenhof am Ende der Via della Pace. Hier ist das Priesterkolleg der Anima, das Collegio Teutonico, im 14. Jahrhundert als Armenhospiz erbaut. Im ehemaligen Armenhospiz endete vorerst die Flucht vieler Nazi-Verbrecher. Die Kirche, 1446 geweiht, häufig erweitert und umgebaut. Ecclesiae et Nationi, das heißt für Kirche und Nation. Dies ist der Wahlspruch des österreichischen Bischofs Alois Hudal von 1923 bis 1952, Rektor der Anima. Hudal träumte von einem christlichen Nationalsozialismus. In seinen Lebenserinnerungen rühmt er sich, sogenannten Kriegsverbrechern mit falschen Ausweispapieren zur Flucht ins Ausland verholfen zu haben. Der heutige Rektor der Anima, Dr. Johannes Nedball, in Hudals Archiv. Hier lagern die Dankschreiben an Hudal und jene Zeugnisse, die Nazis von aller Schuld reinwuschen und nach einem bekannten Waschmittel deshalb Persilscheine genannt werden. Unter den Dokumenten auch dieses Foto von SS-Obersturmbannführer Dr. Waldemar Meyer. Er arbeitete für ein Sonderkommando, das Kunstschätze aus Russland raubte. Nach Kriegsende sattelt er mit Hudals Hilfe vom Kunstraub auf den Vertrieb von Rosenkränzen um, emigriert 1951 jedoch nach Chile. Unter den Dokumenten sind Briefe von noch Internierten. Anfragen kirchlicher Stellen aus anderen Städten. Das Staatssekretariat seiner Heiligkeit. Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI. Er unterstützt im Auftrage von Pius XII. Hudals Arbeit mit einer Geldspende. Bischof Hudal besorgte Einreisevisa nach Syrien und Südamerika.
Die Passhilfe funktioniert ganz einfach. Ein Vordruck der päpstlichen Hilfsstelle für ausländische Flüchtlinge. Wer ins Ausland will und einen Pass braucht, bedient sich der Empfehlung einer kirchlichen Stelle. In welches Land wollen Sie ausreisen, ist bereits vorgedruckt. Als Reiseziel ist angegeben, nach Argentinien zu verwandten. Unterzeichner des Formulars der päpstlichen Stelle ist Hudal. Ein Pass des Internationalen Roten Kreuzes, Franz Stangl, der in Treblinka die Vergasung von 700.000 Juden kommandierte, bekommt ihn von Hudal persönlich ausgehändigt. Falsche Namensangaben können nach eigenem Gutdünken selbst eingetragen werden. Der Delegierte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bescheinigt nämlich nur, von dem Inhaber der Kennkarte nachstehende Angaben über seine Personalien erhalten zu haben. Der schlesische Priester Karl Bayer. Prälat Bayer arbeitet seit 1946 in der päpstlichen Hilfskommission für Kriegsgefangenenbetreuung. Nach einer Untersuchung des amerikanischen Geheimdienstes ist er, neben Hudal, ein weiterer Fluchthelfer der Nazis. 1950 macht er Karriere, wird Generalsekretär von Caritas Internationalis. Ein Merkblatt für Auswanderer. Hudals Rat: Man bediene sich für die Beschaffung der Dokumente eventuell der Mithilfe der katholischen Caritas-Sekretariate in den einzelnen größeren Städten. So Hudal im März 1948. Dies ist Dr. Hans Hefelmann. Er organisierte in der Nazi-Zeit den Massenmord an behinderten Kindern. Hefelmann ist einer von vielen, die ihre Flucht der katholischen Kirche verdanken. Die Apostolische Nunziatur Österreich erteilt Hefelmann am 26. Juni 1947 den guten Rat: Vielleicht überlegen Sie noch, ob es nicht besser für Sie wäre, in ein anderes Land mit gemäßigterem Klima wie Argentinien, Chile, Peru auszuwandern. Indem ich Sie von Herzen segne, verbleibe ich in Hochachtung. Caritas Internationalis schickt Hefelmann am 24. Juni 1948 aus Buenos Aires dieses Schreiben. In der Anlage übersende ich Ihnen die Originaleinreiseerlaubnis Nummer 31.769 zur gefälligen Bedienung und erbitte Empfangsbestätigung. ...1945, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Osten ist die Bevölkerung auf der Flucht. Deutsche Soldaten marschieren in die Kriegsgefangenschaft. Das Ende des Dritten Reiches steht bevor. 15. April 1945. Englische Truppen befreien das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Trotz aller Hilfe sterben in den nächsten Monaten allein in Bergen-Belsen noch 13.000 Häftlinge an den Folgen der Haft. Nürnberg. Am 20. April, Hitlers letztem Geburtstag, ist die Stadt der Reichsparteitage und der Rassengesetze vollständig erobert. Im Berliner Führerbunker begeht Hitler Selbstmord. Dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Bei Kriegsende sind Millionen interniert. Viele wenden sich an die Kirchen. Manche klagen, sie seien nur Parteigenossen gewesen. NSDAP-Kreisamtsleiter versichern, selbst Betrogene zu sein. Gestapo-Beamte beteuern, nur den Gesetzen gedient zu haben. Wehrmachtsangehörige geloben, sie hätten stets anständig gekämpft. SS-Dienstgrade schwören, von Nazi-Verbrechen erst aus der Presse erfahren zu haben. Bischöfe verteilen hilfreiche Persilscheine. So behauptet der Kölner Erzbischof Frings 1945, mit den ehemaligen NSDAP-Mitgliedern würden gerade die tüchtigen Kräfte ausgeschaltet. Und der Würzburger Bischof Ehrenfried verkündet,
Es gab tatsächlich Parteigenossen, die größere Gegner der Partei waren als viele Nicht-Parteigenossen. Gemeinsam fordern der Münchner Erzbischof Faulhaber und der protestantische Landesbischof Meiser, SS-Leute nicht pauschal zu verurteilen. Verhaftete Wirtschaftsführer seien freizulassen. Wörtlich erklären sie: Wir sprechen im Namen der Humanität, wenn wir darauf hinweisen, wie schwer diese Industriellen unter den Entbehrungen der Gefängnisse leiden. Nürnberg, der Justizpalast heute. Die Sieger des Zweiten Weltkriegs ließen die Nazi-Größen nicht einfach erschießen. Sie machten ihnen den Prozess. In Nürnberg, wo die Rassengesetze verkündet worden waren. Im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess gegen die Führungsklicke des Hitler-Regimes und den 12 nachfolgenden Prozessen sollten die Hauptschuldigen der Nazi-Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Am 4. November 1946 erstattet Pastor Gericke, der evangelische Seelsorger am alliierten Militärgerichtshof, vor der Nürnberger Pfarrkonferenz einen Bericht. Sein Thema: das Glaubensleben der Hauptkriegsverbrecher. Einer von ihnen ist Hitlers willfähriger Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop, der seinen Adelstitel durch Adoption und sein Vermögen durch Einheirat in das Sekthaus Henkel erworben hatte. Über ihn heißt es: Von Ribbentrop bereute aufrichtig seine Verachtung der Kirche und des Herrn Jesus. Über den Gauleiter von Thüringen und Reichsbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz, Fritz Sauckel, referiert Gericke: Sauckel feierte oft das Abendmahl. Vor dem Tode noch erklärte er unter Tränen seinen Glauben an die Liebe Gottes in Jesus Christus, seinem persönlichen Heiland. Über den Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, im Dritten Reich spöttisch La Keitel genannt, heißt es: Keitel hielt tägliche Andachten. Er nahm die ganze Versicherung der Erlösung durch das Blut Jesu an. Die vorgebliche Bekehrung der Ex-Nazis unter dem Galgen ist später auch als christliches Traktat verbreitet worden. Da heißt es dann: Gott hatte während der ganzen Zeit ihre Herzen gewandelt. Dachau. Über 30.000 Häftlinge wurden hier zu Tode gequält, unter ihnen mehr als 1.000 Geistliche, meist Polen. Die Amerikaner wählen Dachau als Standort ihrer Militärgerichte. Etwa 1.700 Angeklagte müssen sich in den sogenannten Dachauer Prozessen verantworten. Auf dem Gelände des Konzentrationslagers Dachau, am Tatort der Schuld, wurde die Sühne für die begangenen Verbrechen gefordert und bestimmt. Das Gericht, ein amerikanisches Militärgericht unter Vorsitz von Brigadegeneral Lenz. Die Angeklagten, 40 Personen, meist Angehörige der SS. Die Anklage: Grausamkeiten, Misshandlungen, Tötungen, Prügelungen, Folterungen, Verhungerungen, tätliche Übergriffe und Erniedrigungen, begangen an Zivilpersonen und alliierten Kriegsgefangenen. Ferner die Durchführung unmenschlicher medizinischer Experimente an hilflosen Lagerinsassen. Nummer 1, der Kommandant des Lagers, Martin Gottfried Weiß. Im Malmedy-Fall sind über 70 Angehörige der 1. SS-Panzerdivision